Was geht ab, Leute? Heute gibt es einen Kanonschlagvergleich. Und zwar hier haben wir King 2.0, Honeybatcher von Funke und Hammer Vipper 3. Wir fangen einfach mal an mit den The King 2.0. So sehen sie aus. So, let's go. Sehr gut. Und jetzt noch ein. Die sind nicht schlecht. Sehr gut. Und gleich noch einen. Junge, Junge. Und jetzt Funke Honeybatcher. So. Jo. Oh, der Schwede. Junge, Junge. Die Dinger sind aber laut. Und gleich noch eine. Sehr gut. Und machen wir noch einen. Letzten. Noch ein. Krass. Und jetzt kommen wir zu dem Vipper 3 von Pyro Trade. So. Geiles Design, Leute. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was sie taugen. So. Oha, die sind auch gut. Also zu viel Papier wandert hier, ne? So, zack. Da haben wir es. Gleich noch ein. Oh, die waren so bisher das Schlechteste so gesehen von den beiden. Aber beide waren richtig gut. Also Honeybatcher und The King 2.0. Ja, sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Das war Kanonschlagvergleich. Drei verschiedene. Bis zum nächsten Mal, Leute. Abonniert nicht vergessen und ciao!